wenn nicht schlecht. 4000 vielleicht, so 5000, 6000. Ja, mal gucken. Bei dem Seat hat das, glaube ich, 3000. Was. Das könnte reichen für den Motor. Ist zwar nicht der schnellste, aber wenn ich so 160 fahre, ja, da fährt halt 117. 100 fährt er auf jeden Fall 120, finde ich halt 40 km/h schneller. Ja, brauchen wir nicht mehr. 120, 22, naja, 26, 27. Ja, passt schon. 130, ja, so 130 mal spitze gefahren. So, okay. Ah, wenn er so 130 schafft, 100 kommt er auch relativ schnell. Darfst du nicht bedenken, der hat ja mehr Masse, weißt du. Wenn ich hier richtig Gas gebe, um mal ein Auto zu haben, ist aber gut. Ist zwar nicht so flott im Beschleunigen, aber. Die werden vorbeigefahren. Ach, ein LKW. Hä? Wo kommt denn der her? Komisch. Hab ich gar nicht gesehen, Alter. Schutzweste am An. Perfekto. Das muss laufen. Der Schrottrenner macht zwar übelst Verlust, aber pff. Egal, Mensch, wir haben die Kohle. Jetzt haben wir zwar nur noch 80, 70.000, aber das ist erstmal egal. Und LKW fahren kann ich ja sowieso wieder bekloppt. So, jetzt fahren wir mal hier rein. Gucken wir uns mal an, die Kacke, was der kann. Ist hier jemand? Weil den werden wir auf jeden Fall richtig lange behalten. Also mindestens 1300 Kilometer wird er bringen. So, jetzt kann man hier nämlich. Stoßstange, Unterbeleuchtung, nee, Reifen will ich nicht, Turbo nicht, Hupe nicht, Getriebe, Bremsen, Motor, guck mal, so kann ich den hier nicht, Stand, hä, verstehe ich nicht, Standard, null, was muss ich denn hier freischalten, hä, das verstehe ich jetzt nicht, wieso muss ich denn, hä? Warum ist denn das geschlossen? Muss ich vielleicht, das verstehe ich aber nicht, bin ich vielleicht Sport, wieso kann ich denn das jetzt nicht, Reifen brauchen wir nicht, wieso kann ich das jetzt nicht, nee, Lackierung, nee, Turbo, nee, Zoom, Standard, Fahrwerk, Stabilisator, war das verkaufen? Ne, will ich aber nicht. Ich will das Auto ja schneller machen. Wieso kann ich das jetzt nicht kaufen? Muss ich hier was rausmachen? Ne. Weil, wenn ich jetzt das kaufe, verstehe, warte mal. Bremsen brauchen wir nicht. Fern. Federn. Turbo. Wieso kann ich denn jetzt nicht meinen Motor kaufen? Das verstehe ich aber nicht. Hä? Auspuff und alles für den Auspuff. Oh, ich habe keine Ahnung vom Auto, Leute. Jetzt kommt große Fragezeichen im Kopf. Was brauchen wir denn jetzt beim Auto? Kann man einfach nur in den Motor reinmachen? Was ist denn das? Tuning 1. Erweiterung. Musik auch. Ja, okay, vielleicht kann ich jetzt Motor machen. Nee. Ich kann ja nichts. Motor, Erweiterung habe ich jetzt. Vielleicht auch noch die. Guck mal. Nee. Muss ich den über die Gefahren oder Motor? Ich habe keine Ahnung. Okay.
Ich habe vielleicht zu wenig Geld. Wir werden wir trotzdem anzeigen müssen. Unterbeleuchtung. Nein. Nee. Nee, egal, Türen. Reifen würde ich haben. Das will ich auch nicht. Ich kann keine Reifen nutzen. Nein, vielleicht deswegen. So, immerhin. Ja, jetzt muss ich jetzt rausgehen. Tja. Keine Ahnung, wie ich Motor mache. Kann ich den. Ich kann euch das nicht erklären, weiß ich nicht. Vielleicht das. Mist halt. Ja, das ist mir klar. Okay. Was ist das jetzt hier? Wieder was auf? Habe ich jetzt mehr? Ne, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Egal, aber da können wir wenigstens jetzt hier. Ich müsste eigentlich Karotten noch kaufen. Wir brauchen noch. Ich glaube, ich brauche noch 2400 habe ich, glaube. Weißt du was? Wir werden das jetzt einfach mal machen. Wir werden es einfach mal dorthin. Ums! Er hat wie viel Liter da drinnen? Ich kann dir nicht sagen. Warum der nicht ordnungsgemäß wirklich fährt. Also das meint auch irgendwie so. Wie ich da Motorarbeit noch machen kann, da muss ich echt mal Leute fragen. Vom Auto habe ich keine Ahnung. Vielleicht muss ich die nur eine Weile gefahren haben, so 300 Kilometer oder so, und dann erst. Ich weiß nicht, ob er das Stufen freischalten kann mit dem Auto. Oder. Aber hey, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Müsste ja nur da stehen. Habe ich auch so ein geiles Karre hier. Ah. Heute derselbe Karre oder dieselbe Auto? Machen wir mal zu. So, jetzt gehen wir mal zur Bank. Fehlt mir da so 10.000. Wie viel habe ich denn noch? Guck mal, überlege ich. Tja, guck mal, was das Kontostand sagt. Erstmal 91.000, haut doch gar nicht hin, oder? Lebt mal so einzahlen, mach mal 10.000 ab. Auszahlen. So. 10.000, mal gucken, also 10.000, so. Also, wir brauchen Karotten, alles, Karotten, alles, Salat, ja toll, 18, gibt's noch Karotten, Karotten, 14, kostet das, nee, warte mal, Karotten, wie viel haben wir jetzt an Karotten, dann brauchen wir noch Salat. Junge, mach doch mal deine Türen auf. Meine Herren, ja. Salat? Kauf mal. Brauch ich. So, Salat. 21, 26. 21 kostet. Nee, so viel brauchen wir nicht. Ich mach jetzt einfach mal. Weiß ich nicht. 50. Wie hab ich denn noch einen Platz? Mal packen wir das mal ins Auto. Wo ist die Karre? Jetzt gebe ich einfach 8.000 Dollar nochmal aus und dann werde ich wieder sparen. Für den LKW. Mach mal auf. Steig mal ein. So, das, pam, was, pam. So, steigst wieder aus. Mann, du sollst aussteigen, Junge. Was ist los mit dir? Aussteigen. Aussteigen, bitte. Danke. So, schließen. Ja, jetzt gehen wir nochmal. Mit LKW fahren habe ich das locker wieder rein. Morgen oder so. Oder heute sogar noch. Kommt drauf an. Zwiebeln brauchen wir nicht. Kannst du selber machen. Salat. Salat. Ne, so viel brauchen wir nicht. Kochen mal 150. Ja. Und Karotten. Ja, komm hier. Ne, so viel nicht auch. 150. Ja, wie haben wir jetzt? Ist voll. Wir kennen den Rest an Salat, wer der meisten Salat braucht. So, jetzt braucht man Salat. Kauft man hier nochmal 50.
nochmal 50. So. Mehr geht nicht, bin ich voller. Ja, machen wir erstmal das hier. So. Jetzt gehen wir erstmal. Und dann gehe ich noch zu gucken, wie viel wir denn. Weil wir kriegen ja jetzt Geld durch den Typen. So, jetzt steige ich hier mal kurz ein. Und jetzt fährst du mich mal mit meiner heißen Ware. Dorian hat ziemlich dämlich geparkt. Guckt euch das an. Das ist absolut nicht allwettertauglich. Guck mal, so parken, ja. Das ist so bitte, der hat nicht abgestimmt, 100%. Ja, ich schleppe die Leute ab, ohne Scheiß. Habe ich schon einmal erlebt. Da kommt einfach der Typ und der macht bieb, bieb, bieb und nimmt dich ja weg und dann tschüss. Machen wir die wenigsten. Also es ist jetzt nicht so oft, wo das vorkommt. Weil die meisten machen echt Bulle und LKW-Fahrer und was war's noch? Jawoll. Das erste Auto, neue Auto, scheint schon eine Delle, also gefällt mir. Und richtig zum Gebrauchsgegenstand. So. Und dann könnte ich. Jetzt gehen wir das ja verkaufen. Boah, Junge, Alter, der hat richtig durchgezogen, Alter. Junge, Alter, was ist los mit denen? Junge, Junge, die fahren wie die Bekloppten, Alter. Die kennt da nichts, weil der hätte mich gerammt, wäre ich weg gewesen, hundertprozentig. Hundertprozentig. Hier könnte ich parken, aber. Ich weiß es halt nicht. Hier könnte man sich hinstellen und dann parken, aber. So, verkauf mal den ganzen Scheiß hier. So, wie wir haben jetzt 2700, jetzt brauchen wir Karotten. Mach mal hier auf. Geht's jetzt hier irgendwie in den Kofferraum? Oh, da muss ich wieder einsteigen, Junge, Junge. So. Da aussteigen. Na, weißt du was? Mann, jetzt steig aus, Junge. Was ist los mit dir? Du machst mich fertig. So. Junge, jetzt gibt mal hier alles. So, wie viel haben wir jetzt? Verkaufen. Verkaufen. Kaufen 3000 erwischt, perfekt. Boah, was ist das jetzt hier? 3000 super Bonus. Boah, heftig. Keine Ahnung, was das bedeutet. Jetzt haben wir noch Mais. Komm, wir gehen da mal 50 kaufen. Oder was weiß ich, wie viel waren es? Komm, gehen wir noch schnell welche kaufen. Karotten haben wir ja noch genug. Hat nur noch Mais gefehlt. Salat, Mais, klar. Heißt eigentlich Kopfsalat, ganz genau. Weil ich bin im Geschäft. Und da war so eine Frucht. Und der oberste Indianer will ich, ja. Oder keine Ahnung, ich sollte Tomaten kaufen, aber Party, Tomaten, Klasse 1 oder was, Klasse 2. Naja, jedenfalls bin ich rein, vorhin meine Idee, kauf das. Und bin ich los, gehen so Rewe, Party-Tomaten. Und dann ging das große Fragezeichen los. Stand ich vor der Theke. Alter, leck mir. Was ist denn nun wieder los? Mensch, kann ich mal in Ruhe erzählen. Und da stand ich so vor der Theke. Ganz entspannt. Also vor dieser Obstregal da. Dann waren da so viele Tomaten. Ich war völlig überfordert. Da habe ich vorhin angerufen. Da hier, was soll ich jetzt genau kaufen? Da hab ich mir doch gesagt, du musst das und das kaufen. Ich dachte, hä, was denn für Tomaten? Also, Tomaten sind Tomaten. Nee. Tomaten mitgenommen. Dann habe ich gedacht, so, hab ich die richtigen genommen. Hab schon zwei, drei Packungen Tomaten mitgebracht. Und ich gesagt, wieso sind so viele Tomaten? Du hast gesagt, du brauchst die Tomaten. Ich habe keine Ahnung. Hab ich zu der gesagt. Und dann so die. Naja, aber du musst die richtigen Tomaten nehmen. Junge, du kriegst es hier nicht hin, Alter. Jetzt, mach mal kurz die Türe zu. So. Irgendwie hat manchmal. Ja, irgendwie das Ding. Also, wir brauchen es. Ich glaube, es ist 70. Scheiß drauf. 70 Stück, Alter, Junge. So, 70. Alter, Junge, lass meine Salat in Ruhe, sonst knallt's. Salat. Ja, kann ich mir nicht leisten. 70. Nee, machen wir 80. Nee, machen wir 60. Scheiße, ja. 50. Ja. Müsste reichen. Ich hoffe, ich jetzt so reicht das jetzt. Ich kaufe noch zwei. Ja, sicher ist sicher. Komm. Zwei Salate. Salate. Hier. Zwei Stück, oder? Reicht das? Ja. Perfekt. So, ein reich gemacht jetzt. Luxsalate gekauft hier. Das günstigste. Habe ich fast 30.000 Dollar investiert in die. Aber es wird sich lohnen, weil wir jetzt gleich das Feld kaufen gehen. So.
wir haben ja noch auf Farm, auf Geld auf der Farm. Weißt du, was ich meine? Ich brauche jetzt noch mal neues Geld. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mitgezählt. Naja, das kann man auch unterwegs, aber da waren Automaten. Ich habe jetzt auf den, wie viel haben wir jetzt auf Geld? 1000, 2, 3, 4, 5. Ich weiß es jetzt halt nicht. Weil ich habe vor uns schon was abgegeben. Schade, dass man da nicht online zugreifen kann und sagen, hier, pass auf, Handy, Farm eingeben, papapam, und dann kann man sehen, alles klar. Aber ich glaube, da oben ist ja ein Supermarkt, wo man Automaten hat. Ja, da gibt es ja einen. Also, wenn wir halt nicht, dann fahren wir halt nochmal zu. Egal, scheiße. Wir haben jetzt noch 9 Dollar. Boah, sind wir arm, Alter. Aber ein Auto gekauft für 41.000. Ist schon heftig. Weißt du, letztens Kollege hat sich Auto gekauft und dann so Sprit, oh, 1,70. Was, das ist aber toll. Und der fährt aber einen dicken, fetten BMW. Ja. Und dann denke ich mir so, Junge, das musst du vorher wissen. Der so, ja, aber das war ja so günstig und bla, weißt du? So, verkaufen. Boah, es gibt mal voll viel. Jetzt haben wir 3200 schon. So, jetzt werden wir zur Farm kommen und das Feld kaufen. Und dann werden wir auf der anderen Seite dann Karotten anbauen. Dann brauchen wir den Markt da nicht mehr. Da brauchen wir hundertprozentig nicht mehr. Ja. So, jetzt gehen wir mal Gas, Kollege. Auto. Oh, schöne Auto hier oben. Das gefällt mir. Wo muss das sein? Oder mal, wo ist mein Handy? 3 Uhr. Oh, also, wie fahre ich denn schon da? Wie die bekloppt, Alter. Ja. So. Jetzt überlege ich gerade. Wir müssen gerade raus. Können wir uns sowieso keiner mehr blitzen? Jetzt fahren wir. LKW in dem Hof hast, LKW fährt so 125 Spitze. Aber ich bin auch abgedatet, aber das muss ich ja ohne Geld machen, da brauche ich nur XP-Punkte, aber das ist echt heftig. Bestimmt sind die wieder welche, oder? Nee. Hoi. Hoi. Was ist da los? An die falsche Seite. Die ist hier, oder? Ich stehe meistens auf dieser Seite, oder? Ah, aber mir da. Boah, Junge, Junge, Junge. Machen wir doch irgendwelchen Unsinn. Keine Ahnung. Richtig fertig. Alter. Schokoriegel dabei. Ja. Boah, das Ding ist echt Hammer. Fahren wir genauso schnell wie ein LKW. Boah, heftig. Boah. Mega die LKWs. So ist das, so ist das, so ist das. So, guck mal, wie viele Spieler da sind. Okay. Dann mal mit dem hier los. Weg mit dir. Hallo. Hä? Okay. Eine Waschmaschine heißt einer, oder was? Ja, da ist einer. Da ist eine Waschmaschine. Null. Saltim K. Boah. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen auf die Straße gucken, weil ich nebenbei mal lesen muss. Alexander, Meister Alexander. Ey, Waschmaschine, komm mal her. Was ist los mit dir? Zwi NRZ Tom Wagner. Roter Power. Gibt es irgendwie schon eine Gang mit uns? Haben wir es verpasst? Keine Ahnung. Wie fahre ich denn wieder? Spitzenkahn. Warte mal. Gucken das auf der Fahne mal an. Gucken, wie viel Geld ich auf der Fahne habe. Wir sind 9000. Dann können wir das Feld gleich bezahlen. Weil wir kriegen ja Geld. Also man macht zwar Minus, aber es ist, ja. Ja, es ist, bleibt Minus von 60%, schätze ich mal. Na, hier steht wieder einer. Ja, 41 fährt er. 20 km weniger als der andere. Naja, aber verbraucht doch mehr Liter, sehe ich gerade. Ja, okay. Boah, das ist heftig. Invest in the city. Investiere in the city. EU ist gleich US-Dollar. Hä, was?
Da kannst du, übrigens ist das ein Möbelhaus da. Ich dachte, da kann man sein Fahrzeug updaten, ist aber weil der Schraubenschlüssel ist, aber das hat damit nichts zu tun. Ich weiß doch nicht, was das für ein komisches Symbol ist. Hätte da nicht einfach ein Möbelhaus-Symbol sein müssen, aber oder ein Möbelstück. Komisch, wie diese Schraubenschlüssel dahin gemacht haben. Hä? Keine Ahnung. Ein Haus kostet 300.000 oder so. Oder 4 Millionen? 4 Millionen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die Gänge gründen konnte von euch, das wisst ihr ja noch. Also, das ist eine Arbeit. Ein Stand bei mir war, dass irgendwann gegen. War das? Gegen. Diese Woche oder nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob da unser geschmiedeter Typ da ist, Tommy. Nö. Mal hier. Nimmt sich einer. FBI, oder? Was? Blut? Okay. Just goodie. Tele X F. Was weiß ich. Meint am echt seltsamen Namen. L-O-O. Oder Louis. Oder. Keine Ahnung. Der. Was? Bier. Schenk. Okay, der Trinker. Alkohol ist bestimmt erwachsen schon. Ah, kann ganz viel sein. Ja, ich glaube, das Alter, das niedrigste Alter ist, glaube ich, so 30, sage ich jetzt mal. Oder 40. War mal wach, ich auch im Griff gehen. Weil hier gibt es einen Geldautomaten. Ha. Aber man muss nur tanken. Nö. Aber Shops werden nicht mehr ausgeraubt. Ja, guck mal, coole Polizisten, übel viele, Alter. Richtig viele Cops. Richtig viele Cops. So, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Feld läuft. Juckt das Auge. Ja. Mal hupen. Ja, der fährt 140 Spitze. Und der hat aber gute Bremsen, Alter. Der ist ja richtig mega. Mal hier. Boah, der ist ja top. Bremse ist top. Ja. Klassiker. Aber gucken, ob das sich dann, oder ob das sich dann diese, jetzt hat's funktioniert. Pff, keine Ahnung. Komisch. Oh. Nichts hier weg hier. Da war doch niemand. Ach da. Boah, was, Junge. Was mache ich da? Keine Ahnung, Leute. Das sind meine Probleme. Oder seine Tare wahrscheinlich. Öffnet unten aus wie so eine, keine Ahnung, wie eine Frau. Was? Ja, die Farm helfe ich nicht mehr. Hat sich erledigt, ich habe gekündigt, weil kam keine Kohle. Pech gehabt, so einfach ist das. Hätte er mir 20.000 überwiesen, hätte ich gesagt, okay, einfach so. Na. So, Kollege, jetzt mach mal hier. Jetzt gucken wir mal, was die Finanzen sagen. Wie viel sind das? 13. Ah, läuft doch. So. 13.000. Ich hätte mit viel weniger gerechnet. 13.000, das ist doch schon mal. Überweisen. So. Jetzt möchte ich das Feld erweitern. Hier. Ja. Okay. So, und jetzt ist doch bestimmt die Frage. Ne, das Symbol ist dasselbe. So, Kollege, und jetzt habe ich ein Feld mehr, oder was? Wie soll ich das Ding reparieren? Hä? Okay, bei meinem Fahrstil könnte das passieren. Das ist immer falsch. So, jetzt bin ich gespannt. Der hat irgendwann hat er gemeint, dass er mehr fragt, aber irgendwie ist jetzt nicht. Keine Ahnung. Dauert wahrscheinlich noch. Ich hoffe es. Oder der richtet sich halt ein bisschen nach den Früchten, was du so hast. Karotten. Hä? Ah ja. Geil. Jetzt hab ich, wie viel habe ich jetzt bekommen? Warte mal. Ah, und nur. Oh, das ist ja bitter. Okay. Ja, dann legen wir mal los hier, Freunde Blasis. Boah, ist ja mega. Da habe ich zwei Felder schon. Hier. So. Das heißt, hier kommt Salat und da kommt Karotten. Perfekt. Und sogar noch 4 Dollar übrig, das ist übrig. Perfekt. Perfekt, Alter. Perfekto. So muss das sein. So muss das laufen. So muss das. So läuft das.
So lebt das, gefällt mir. So, alles echt cool mit dem Traktor. Jetzt habe ich hier, genau, Kopfsalat. Da kann ich nämlich dann nachher wieder schön ernten. Fett, jetzt werde ich euch zeigen, was das zweite Feld. Boah, das ist ja mega krass. Zwei Felder jetzt. Ha! Jetzt machen wir richtig Cash. Jetzt machst du richtig Cash. Ich weiß halt nicht, ob der dann, wenn ich dann es abgebe, ob das dann, aber dann brauchen wir die anderen nicht mehr. Weil das nächste Feld kostet bestimmt, ich mache kurz fertig und gucke ich mal, was das nächste Feld kostet bestimmt. 18.000 schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte so gerne wissen, was der Mähdrescher 2 kann. Der ist ja so teuer. Nicht, weil die meisten sagen, da ist noch ein Radio dazu. Halt, wie fahre ich denn? Junge, was ist los mit mir? Gib mal alles hier. Was verstehe ich? Überlege ich gerade. Welches Ding an der Sache ist nämlich? Weil die kannst du in der Stunde enden. Ja. Wäre schon der Abend nochmal drauf, so 18 Uhr oder so. Können wir mal gucken, ja? Fahr mal weiter. Nee. T. Ist schon mal keiner. Dann wäre mal hier, so. Wir weiterfahren und mal gucken, was hier für so Gang-Aktivitäten sind. Koks und Nutten. Aber alles nur übel lange Spieler. Krass. Hier sind neue. Aber da will ich nicht rein. Nee. War ich richtig? Was macht der da? Machst du das alles richtig? Ja. Hä? Ist der bescheuert? Junge, was hat der gemacht? Oh nein! Hä? Was ist mit dem Typen nicht in Ordnung? Hä? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Nee, alles gut. Achso, ja Mensch. Boah, ich bin schon richtig durch. Gibt's hier noch mehr? Okay. Hier gibt es keinen Oberlag, Pinanade. Sauerbraten, was? Was? Nippel. Lids. Okay. Okay, krass. Aber was ich wissen will, ob der Tommy schon dabei ist. Als Cop jetzt. Das ist nämlich der Korrupte. Weil so viel kannst du nicht fragen, weißt du, weil einer wird auf jeden Fall quatschen, denke ich mal. 100%. Guck mal, der hat mich hier korrupt, der will mal den nicht einpuffen, weißt du. Ja, Schnauze. Ist hier irgendwie ein Tommy dabei? Tommy, die. Nö. Guck mal hier so. Gangs, Tobias, Six, Connex, Senua Cocktail. Oh. Ne, und hier die sind. Alter, ob sich das lohnt, Squad. Ich weiß es nicht, Leute, so viel. Keine Ahnung. Aber der Traktor 2. Keine Ahnung, ob sich das lohnt zu sparen. Weil so viel Geld. Weil die meisten haben ja gesagt, da gibt's so ein Radio. Was? Ein Radio soll so teuer sein? Nee. Keine Ahnung, Alter. Das kostet, glaube ich. Der kostet 138.000. Oder kostet er mehr? Ich guck gleich mal jetzt. Das müsste eigentlich das andere Feld, müsste eigentlich günstiger, weil er sehr kürzer ist. Aber ich glaube nicht, dass ich das günstiger gemacht habe. Oder es ist gleich teuer. Aber es wäre eigentlich schon fair, weil es kürzer ist und ja. Wäre eigentlich schon geiler.